Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, willkommen zurück nach Springfield und heute machen wir uns daran, Mr. Burns Casino zu bauen aus der Spiele-App-Version. Das Casino werden wir uns, sage ich mal, immer ein bisschen aufteilen. Das heißt, wir bauen heute die erste Schicht, danach kommt dann wieder eine zweite, dritte, vierte Schicht. Also wir teilen uns das ein bisschen auf. So, zum Casino, wir werden es auch am Ende einrichten. Da war dann auch noch eine Frage, jetzt, ob auch in Zukunft die Gebäude, sage ich mal, anstatt immer nur eine Tour, auch mal so eine Einrichtungsanleitung kommt, wie das Ganze halt innen drin halt zum Einrichten ist. Da muss ich leider Nein sagen, denn ich sage mal, ich bin beim Einrichten der Gebäude meistens immer ein bisschen so ein spontaner Bauer und ich kann mich auch nicht immer so richten, wie es auch in den Folgen zu sehen ist innen drin, weil wir dürfen nicht vergessen, die Simpsons sind eine Zeichentrickserie und die Macher zeichnen sich die Gebäude ja meistens immer von außen so, wie wir sie versuchen halt immer zu bauen und von innen drin immer anders. Das heißt, man müsste sich eine zweite Kulisse bauen, um das innen drin immer 1:1 zu kriegen. Ich versuche es immer so, wie gut es geht, halt an der Serie mich zu halten in der Inneneinrichtung. Dabei ist es halt, sag ich mal, wie immer eine Vorlage für dich, dass wenn du es dir auch gerne einrichten möchtest, kannst dich gerne an meinen Stil ein bisschen halten, wie ich mir das gemacht habe, oder machst auch gerne deine eigene Version rein. So, dabei bleibe ich einfach mal. Und ich würde sagen, wenn du gerne auch selber dich überzeugen willst, wie das innen drin vom Casino aussieht oder auch noch die Geschichte vom Casino zu erfahren möchtest, blende ich dir einfach jetzt hier eine Folge ein, wo das Casino bei den Simpsons in die Stadt kam. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, das Casino zu bauen, damit auch bei uns in die Stadt ein bisschen Glücksspiel kommt. So, dabei fliegen wir einfach mal unten an unsere Kiste ran und holen uns einfach mal das Blockmaterial für die erste Schicht unseres Casinos. Und dabei brauchen wir ganz einfach mal gesagt hellblaue Wolle, gelben Ton, braunen Ton, denn hellblaues Glas verwende ich heute. Du kannst natürlich auch wie immer dein eigenes Glas nehmen, also dein Lieblingsglas. Dann brauchen wir noch orangen Ton, blauer Ton, blaue Wolle, denn hellblauer Teppich noch wie ein Geschwindigkeitstrank. Den trinken wir gleich mal. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zur Hand haben, geht's auch los, würde ich sagen, erstmal mit hellblauer Wolle. Dabei fliegen wir jetzt irgendwo hin, wo wir ein bisschen Platz haben. Ich sage einfach mal, hier setze ich mir die erste blaue Wolle hin und da ziehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal blaue Wolle lang. So, jetzt geht das Ganze nach hinten, da setzen wir einfach noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke ran. Das heißt, wir haben auf jeder Seite, wenn du es erkennst, 8 Blöcke. Also hier haben wir 8, da haben wir 8, dann machen wir auf der Seite einfach nochmal 7 weitere Blöcke ran, haben hier natürlich auch wieder 8. Und das heißt dann hier einfach gerade verbinden. Ups, natürlich nicht so gerade verbinden, sondern ganz einfach so. Okay, wir machen erstmal überall eine Schicht hin, weil wir machen uns erstmal so, zeichnen uns erstmal alles vor. Okay, so, jetzt kannst du entscheiden, wo du anfangen willst, denn ich sag mal, alle Seiten sind gleich und du kannst jetzt immer noch entscheiden, auf welcher Seite die Vorderseite ist. Bei mir ist die Vorderseite hier, das heißt, ich mache jetzt erstmal hier die eine Seite hin. Nur da kannst du dann selber entscheiden, wo du jetzt gerne die Vorderfront hättest. So, jetzt nehmen wir einfach mal schnell gelben Ton zur Hand. Das heißt, wir fliegen einfach mal auf eine Seite hin. Bei mir wäre das jetzt hier. Setze ich jetzt einfach mal beim zweiten von der Seite zweimal gelben Ton an. Danach einmal braunen Ton. Jetzt können wir schon, wer möchte, gerne Glasscheiben nehmen. Und dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Glasscheiben hin. Darunter befinden sich Steinstufen. Das kannst du gerne jetzt auch schon machen, wenn du möchtest. So, danach platzieren wir einfach wieder einmal braunen Ton und zweimal gelben Ton. Okay, so, wenn wir das jetzt hier wieder geschafft haben, setzen wir einfach an den jetzt erstmal hier einen an. Dann noch wieder einer vorne und machen jetzt einfach hier so an sich. Jetzt haben wir zwei schon gesetzt. Noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten hin. Also wieder achtmal blaue Wolle. Jetzt machen wir wieder so ein Viereck, was wir schon vorhin hatten. Das heißt, hier auf der Seite machen wir wieder 7 Blöcke ran, biegen hier so ein, wieder 7. Und wieder nach vorne und hier ziehen wir alles zu. Also haben wir jetzt hier wieder ein Viereck, wo auf jeder Seite 8 eine Achterlänge ist. Genau. So, und jetzt machen wir das gleiche Spiel, wie wir das jetzt hier eben auch schon hatten. Das heißt, einfach wieder hier auf der Seite platzieren wir am zweiten hier wieder zweimal gelben Ton, danach einmal braunen Ton, danach nehmen wir unsere Glasscheibe und platzieren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 weitere Glasscheiben hin. Natürlich könnt ihr darunter wieder auch Steinstufen schon platzieren, wenn du mal gerne möchtest. Danach platzierst du einfach einmal braunen Ton und zweimal gelben Ton. Und jetzt machen wir einfach wieder mal so ein Viereck, wo auf jeder Seite 8 Blöcke sind. Das müssen wir natürlich jetzt nicht nochmal zählen. So, ich mache das hier einfach mal. Also auf jeder Seite 8 Blöcke von unserem Viereck. Und danach machen wir das Ganze jetzt noch ein drittes Mal mit dieser Fensterfront. Wir fliegen wieder auf die eine Seite hier hin. Beim zweiten Block platzieren wir wieder zweimal gelben Ton, dann einmal braunen Ton und platzieren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mal Glasscheiben, gefolgt dann wieder vom braunen Ton, zweimal gelben Ton
Und jetzt gleiches Spiel wieder. Also wieder 8-mal Blauwolle hier so lang ziehen. Und dann 7 hier lang, 7 da lang. Und dann einfach hier zumachen und schon wieder haben wir ein Viereck. So, ich fliege hier kurz nach oben hin, denn jetzt solltest du so an sich wie so ein U haben schon. Ne? So die Form. Super. Wenn du das dann hast, nehmen wir jetzt einfach mal unseren blauen Ton zur Hand. Dabei fliegen wir wieder hier so auf die andere Seite hier. Und platzieren wieder beim zweiten einfach 1, 2, 3 mal blauer Ton. Gefolgt dann von einmal orangen Ton. Danach kannst du 2 Glasscheiben nehmen. Wieder orangen Ton. 3 Blöcke freilassen. Einmal orangen Ton platzieren. 3 Blöcke freilassen. Einmal platzieren, 3 Blöcke freilassen, einen platzieren. Da kannst du hier wieder, sag ich mal, 2 Glasscheiben platzieren, einmal orangen Ton. Und dann solltest du jetzt perfekt hier anschließen können mit 3-mal blauer Ton. Super, jetzt haben wir schon ein bisschen unseren Grundriss fertig. So, jetzt heißt es ein bisschen was hochziehen. Und zwar fangen wir erstmal, würde ich mal sagen, mit diesen Seiten an. Ne? Also erstmal diese blauen Vierecke machen wir erstmal. Die hast du auf eine Höhe jetzt erstmal zu ziehen von 8 Blöcken. Eine Schicht haben wir jetzt schon, das heißt, die müssen wir noch rauf machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Insgesamt sind es halt 8. Du kannst hier nochmal überprüfen. Sonst haben wir hier 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Also machst du jetzt erstmal 1, 2, 3, 4 mal hier alles auf 8er Höhe und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wenn du das dann geschafft hast, die, sag ich mal, 4 Türmchen auf eine Höhe von 8 insgesamt zu ziehen, geht es weiter einfach mal mit den Seiten. Dabei fliegen wir natürlich erstmal zu einer der Seiten hin. Wir haben ja 3 Seiten, die gleich sind zu denen. Also die machen wir jetzt erstmal. Also die 3 Seiten hier. So, wenn wir jetzt auf einer der Seiten sind, können wir erstmal, sag ich mal, das Glas hochziehen. Ich glaube, das wäre erstmal die beste Möglichkeit. Und zwar machst du einfach das Glas noch auf 3 weitere Ebenen hoch. So, das mache ich jetzt auch einfach nochmal hier so schnell. Also jetzt hier haben wir 1, 2, 3 und dann noch eine vierte, so an sich. So. Also erstmal jedes Glas, oder die Glasscheiben dann eher mal gesagt, auf eine Höhe von 4 insgesamt setzen. Eine haben wir schon, das heißt noch 3 weitere Reihen rauf. Ich hier nochmal kurz hin und schuppdiwupp, hast du alle Glasscheiben auf eine Höhe von 4 gezogen. Also das Ganze machen wir natürlich 3-mal. So, wenn du das Ganze dann hast, nehmen wir einfach den braunen Ton zur Hand und den ziehen wir einfach nur einmal über unser Glas einfach rüber. Einfach hier bis zur anderen Seite und dann einfach hier gerade wieder runter. Okay, das machen wir dann natürlich auch insgesamt 3-mal insgesamt so, ne? Danach nehmen wir dann einfach unseren gelben Ton und ziehen den einfach erstmal hier auf die Höhe, so wie wir das haben. Und danach kannst du das Ganze natürlich so hier erstmal gerade lang ziehen, natürlich hier einfach bis zur anderen Seite. So, das machen wir natürlich. Zack, hier unten dann erstmal alles hochziehen. Das ziehen wir natürlich auch wieder auf eine Höhe von insgesamt 8 Blöcke, also kann man sich dann einfach hier nach unserem blauen richten. Oh, ich mache jetzt einfach hier die eine Seite noch schnell mit euch fertig und die anderen, die gehen dann einfach wieder per Knopfdruck. So, also machst du dann einfach, hast ja die Glasscheibe auf eine Höhe von 4, machst dann einfach einen braunen Rahmen darum und danach kannst du einfach den gelben Ton auch nochmal rumziehen. Und das Ganze endet halt einfach hier, wo wir, sag ich mal, unsere blaue Wolle haben. So, und das machst du jetzt noch 2-mal bei den anderen Seiten. Ich stelle mich hier kurz nach vorne und dann ist das hier natürlich auch noch schon fertig. So, wenn du nun auch soweit bist, also die anderen 3 Seiten, also insgesamt noch diese 2 Seiten auch noch hochgezogen hast, können wir auf der Vorderfront weitermachen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal unseren gelben Ton zur Hand, orangen Ton zur Hand und fliegen erstmal auf die Vorderseite hier, wo wir uns hier schon ein bisschen markiert haben und setzen da einfach noch 3 weitere Schichten rauf, dass wir das insgesamt auf eine Höhe von 4 haben. So, jetzt können wir das Ganze einfach mal rüberziehen bis zur anderen Seite. So, machen wir einfach mal hier. Blub. Hier haben wir den orangen Ton und können das Ganze hochziehen. So, die dazwischen ziehen wir auch noch auf die gleiche Höhe hoch. So, denn jetzt bauen wir schon mal unseren Eingang. Super. So, wir haben ja, sage ich mal, hier 2-mal Glasscheiben schon platziert. Das heißt, den Rest könnt ihr einfach schon mal ein bisschen ausfüllen. Auf der anderen Seite hier auch nochmal. Okay. So, wenn ihr das dann geschafft habt, könnt ihr jetzt hier, wo wir das Ganze noch auf eine, eigentlich hier diese 3er Lücken haben, könnt ihr an den Seiten dann auch schon, sage ich mal, die Glasscheiben platzieren. So, machen wir hier, zack, und hier, super. So, und jetzt kannst du dich entscheiden, wo die Türen aufgehen sollen von unserem Eingang. Sollen die nach außen aufgehen oder nach innen? Bei mir geht das Ganze jetzt einfach mal nach außen auf. So, wir machen jetzt einfach hier das einfach so nach vorne. So, super. Okay, wenn wir das Ganze dann geschafft haben, nehmen wir jetzt einfach mal unseren blauen Ton zur Hand. Das heißt jetzt einfach mal hier an den Seiten, ziehen wir einfach das alles einmal so hoch. So, auch wieder bis nach oben bei der blauen Wolle. Einfach hier so. Und das Ganze auch wieder auf der Seite als auf eine 8er Höhe. Aber das machen wir einfach mal hier
Flix. So, und dann sind wir auf der Vorderseite auch schon so gut wie fertig. Mhm. So, auf der Seite müssen wir das Ganze auch nochmal auf die Höhe ziehen, ja, von 8 insgesamt. Ups, natürlich nicht so, sondern schön nebeneinander. Super. Okay, wenn wir das dann geschafft haben, dann sollte es ja auf jeder Seite erstmal zu sein. Okay, jetzt nehmen wir eigentlich immer noch den blauen Ton. Und zwar fangen wir einfach, ja, irgendwo bei einer Ecke an. Am besten jetzt erstmal die, wo wir überall angefangen haben. Dabei bleiben wir dann auch erstmal bei einem blauen Ton. Ja, bleiben wir erstmal. Und das heißt, wir setzen einfach oben an den letzten Block einfach einmal blauen Ton an. So, und das könnt ihr einfach überall komplett einmal ringsrum ziehen. Dabei läuft natürlich jetzt bei unserem Mitten ein Block dazwischen Abstand. Das ist aber auch bei jeder Seite so beabsichtigt, denn so machen wir einfach hier auch nochmal. Ups. Ziehen wir auch nochmal einmal hier lang. So, und das ergibt sich halt dann immer wieder, ne, dass es einmal so komplett ringsrum geht. Okay. Wir fliegen jetzt einfach mal auf die Vorderseite hin. Obwohl das ein bisschen jetzt blöd hier mit dem blauen Ton, dass der beides gleich fängt, lieber auf der Seite hier. Und zwar, wenn ihr jetzt hier an sich noch eine Lücke habt, ja, die füllt ihr einfach auch nochmal aus mit dem blauen Ton. Einfach nochmal ausfüllen. So, dass es halt auf gleicher Ebene ist. Das Spiel macht ihr natürlich auch hier bei dem blauen Ton. Ne? Nur sieht halt, ne, das geht halt ein bisschen unter, weil es halt die gleiche Farbe ist. Ne? Ansonsten kannst du das dann auch hier gerade verbinden. Und das machst du natürlich auch auf den anderen zwei Seiten. Das machst du auch nochmal. So, und wenn du das dann an sich geschafft hast, also einmal erst die eine Schicht rum, dann die Lücke dazwischen auch noch ausfüllen, heißt es jetzt ein bisschen tiefer. Und zwar platzierst du, ganz einfach gesagt, noch einmal einen da runter und nochmal einmal weiter nach vorne. So, und dieses Prinzip, das ziehst du auch nochmal überall einmal lang. So, das heißt hier, also hier an den Ecken überall so lang ziehen. Also eigentlich unter der ersten Schicht machst du noch eine Schicht und dann einfach nochmal eine Schicht weiter nach vorne, wie so eine Treppe an sich. So, und das ziehst du natürlich hier auch nochmal so lang. Das heißt, du musst hier hinten das Ganze nochmal einmal tiefer setzen, wie das Ganze noch einmal weiter nach vorne und so. Das sage ich mal, bei den Seiten hast du dann insgesamt drei Blöcke, die du nach vorne ziehst. Ne? So, und dieses Spiel, das machst du auch wieder auf jeder Seite, das heißt dann einfach hier langziehen. Es war ein bisschen mühselig, sich das erstmal hier lang zu ziehen, aber es geht. Ups, wir haben ja auch gar keinen Geschwindigkeitsdrang. Kein Wunder, dass es ein bisschen langsamer hier geht. So, den trinken wir natürlich. So, einfach dann hier den blauen Ton nehmen und das Ganze einfach komplett ringsrum ziehen. Ich würde mal sagen, ich mache hier kurz einen Schnitt rein und dann gucken wir uns das an, wenn das Ganze fertig ist, ne? Oder? Ja. So, ich stelle mich hier kurz hin und dann gucken wir uns gleich das an. Okay, so, ich bin wieder da und ich habe das Ganze jetzt einmal rumgezogen und das sieht dann in fertigen Version einfach mal so aus. Also wir haben das ja an den Seiten jetzt einfach hier noch so gemacht wie eine Treppe. Auf den richtigen Seiten hier ist das natürlich dann, sag ich mal, eine 3 dick. Hier kann man vielleicht, wenn man möchte, auch noch Beleuchtung reinmachen. Dafür haben wir auch noch Platz. So, das machen wir aber im Nachhinein noch. Aber erstmal alles einmal rumziehen. So, auf der Seite sieht das Ganze dann natürlich auch noch so aus. Ne? Wie noch auf unserer vierten Seite soll das Ganze jetzt auch so aussehen. Super. Wenn du das dann geschafft hast, machen wir jetzt wieder eine weitere Aufgabe. Und zwar nimmst du dir jetzt, würde ich mal sagen, ja, den blauen Ton nochmal zur Hand. So. Wir fliegen jetzt einfach mal da, wo wir eigentlich unsere blauen Vierecke haben. Da setzt jetzt einfach mal den blauen Ton rauf und zählst jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. 20 Blöcke hoch. Aber warte, 20 wird ein bisschen viel. Warte mal. 19. Warte mal, wir machen mal 5 weg. Jetzt habe ich gerade. Ich habe nämlich gerade eine andere Zahl im Kopf. Warte mal. Immer nochmal. Einfach in der Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Was ist los hier? Kann ich nicht fliegen? Soweit haben wir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 war das. Genau. Hatte gerade irgendwie eine andere Maße im Kopf. So, 15 Blöcke einfach mal hoch. So, danach nimmt ihr einfach blaue Wolle zur Hand. Und dann macht ihr einmal blauen Ton, blaue Wolle. Blauen Ton, blaue Wolle, blauen Ton. Ja, und mal wieder abwechselnd, ne? So, dann machen wir einfach ein bisschen ganz nach oben. So, okay. Dann sollte das passend so aufhören, dass wir unten angefangen haben mit blauen Ton und oben endet es auch mit blauen Ton. Und jetzt haben wir die schöne Aufgabe. Ich glaube, du merkst das schon, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt hier einfach, sag ich mal, abwechselnd her. Jetzt machst du eine Schicht, so an sich, hier, blauen Ton, ne? Und danach nimmst du einfach die blaue Wolle zur Hand und ziehst dann wieder eine Schicht. Und das machst du jetzt die ganze Zeit, bis wir ganz oben sind. So,
Das heißt, dann immer hier wieder abwechselnd diese Streifenmuster reinmachen. Also dann wieder nach dem blauen Wolle nimmst du dann hier einfach wieder ja, den blauen Ton. Ne? Und dafür haben wir uns jetzt, sage ich mal, auch hier das Maß erstmal hochgezogen, dass du nicht zu hoch baust. Ne? Von daher 15 Blöcke erstmal hochziehen. Danach machst du halt immer dieses Muster. Ne? Fängst du natürlich dann unten an mit blauen Ton, blaue Wolle. Ne? Das geht dann halt immer oben. Und der letzte Block, halt der 15. Block, sollte dann wieder blauer Ton sein. Und danach heißt das Ganze dann einfach Streifenmuster nach oben ziehen. Und dieses Spiel, das machst du dann, sag ich mal, also hier, da, da und da. Also insgesamt viermal. Das dauert ein bisschen lange, von daher mache ich hier kurz wieder einen Schnitt rein und das gucken wir uns dann einfach noch an, schnell, ne? Okay, so, bei mir sind nun meine Töne hochgezogen, das Ganze natürlich auf eine Höhe von 15 Blöcke insgesamt und dabei war das dann immer so abwechselnd, ne, mit blauem Ton, blauer Wolle, ne, und dann immer wieder so hoch, dieses Streifenmuster. So, das Ganze macht man natürlich viermal und schon hast du die Töne fertig. Jo, so. Ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal Schluss, sehen uns dann einfach im zweiten Teil wieder. Da machen wir dann an den Seiten die nächste Ebene so an sich, die Fenster, wie schon ein bisschen die Decke für unseren riesen Turm, der noch da oben geht. So, ansonsten, wenn du möchtest, kannst du noch, okay, das ist noch ein bisschen Bonusmaterial jetzt, kannst du noch, sag ich mal, hier oben schon einfach zumachen. Das kann man schon machen. Ja, das machen wir einfach noch so, einfach hier oben die letzte Ebene bei unseren Türmchen, die wir hochgezogen haben. Einfach noch, ups, nicht so, sondern so natürlich alles noch zuziehen. So, das mache ich mir jetzt noch schnell im Nachhinein, ne? Aber ansonsten kannst du oben die Türmchen noch zumachen, wenn du möchtest. So, und dann würde ich sagen, Blockmaterial behalten wir noch bis zur nächsten Folge, also nichts wegtun, ansonsten tust du auch erstmal noch irgendwie in so eine Kiste rein und holst dann einfach zum nächsten Teil wieder raus. So, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier erstmal Safety hin, vor unserem Casino und wenn ich denn Safety stehe, was ist mir von meiner Seite? Ich würde mal sagen, ja, schalte ein zum nächsten Video und dann haust du rein und ja, tschüss.